Willkommen zurück bei Skyrim. Wir sind hier noch auf der, in dem schwarzen Buch, in dem letzten schwarzen Buch. Gerade hatten wir schon wieder Sucher und diese komischen Viecher am Hals und, ach, ich hasse es, wenn sich die ganzen Gänge bewegen. Und Kasur! Hier, vergnüg dich mit dem. Ah ja, da darf ich da nicht rein. Ich wollte gerade sagen, wo ist Jörg eigentlich? Die darf hier ja nicht, aber die kommt ja nicht rein. Aua! So. Gut. Weiter geht's. Okay, hier bewegt sich mal nichts. Da war das Buch. Block dich. Ja. So brauchst du jetzt gar nicht kommen. Okay, das kann ich nicht blocken. Wie der fast keinen Schaden macht. Und wie heißt es, schön viel Rubine Geld gibt. Wir sind im Kreis gelaufen. Na bitte. Da ist es. Unerzählte Legenden. Abgeschlossen. Jupp, und da haben wir auch das Dings freigeschaltet. Ah, sowas schon wieder. Na toll. Das heißt doch sowieso wie Schwarzmarkt, geheimer Diener, Badenwissen. Badenwissen. Beschwört eine spektrale Trommel, die für dich spielt und die Ausdauer Regeneration für dich und Verbündete in deiner Nähe erhöht. Ja, ich weiß, ich kann immer nur eine Fähigkeit abbrechen. Geheimer Diener. Geheimer Diener beschwört einen Dremora-Diener, der deine überzähligen Gegenstände trägt. Nein. Schwarzmarkt. Beschwört einen Dremora-Händler, um mit ihm zu handeln. Kannst du. Ach, Freunde, ich habe doch keine Ahnung. Aber ich muss eins nehmen. Ich nehme einfach das hier. Und ich würde mal sagen, wir verlassen das schwarze Buch. So. Jetzt müssen wir nur wieder aus der Höhle raus.
Da sind wir. Zurück. Sie ist wieder da? Noch da? Gut. Und wir verschwinden. Dann können wir ja jetzt Moment. Meine Liste hat sich gerade verabschiedet. So. Da ist sie wieder. Erstmal hier raus, würde ich mal meinen. Erstmal hier raus. Ach, das haben wir beides. Das ist schön. Das heißt, beides an einem Fleck. So, geh auf. Dachte ich mir, dass wir hier rauskommen. Die Truhe haben wir schon durchsucht. Genau, ist noch der Dolch drin. So. Soll's da. Gut. Das ist schön, das können wir direkt zwei Sachen auf einmal erledigen. Also auf meiner Liste hier hat der Typ auch ganz viele Sachen. Das kann doch lustig werden. Dass die mal zuerst hochschwebt. Habt ihr Varuna schon gefunden? Ich könnte jetzt wirklich einen Tee vertragen. Ich hab das schwarze Buch. Was sagst du denn dazu? Ausgezeichnet. Ich werde mir eine Abschrift davon anfertigen. Es ist viel zu gefährlich, das echte Buch bei sich zu tragen. Natürlich bin ich mir sicher, dass ihr das schafft. Natürlich schafft ihr das. Natürlich. Nehmt das für eure Bemühungen. Damit ist die Angelegenheit dann beendet. 1000. Nach Rahmenfels gegangen, um dort etwas zu erledigen. Mir ist es egal, wo sie ist. Bringt sie hierher. Sofort. Und wehe, wenn mein Tee nicht heiß ist. Hier, ich hab hier noch was. Hervorragend. Den nehme ich. 250. Hier, ein paar Septime für euch. Okay. Das heißt, wir müssen die jetzt erst zurückbringen, bevor er uns... Wo hab ich nur... Ach, genau. Braucht ihr alle eure Zehen? Ich könnte eine frische Zehe gut gebrauchen für... Na, egal. Ihr seid nicht muffig genug. Ihr seid doch... Endlich. Ich kann wieder zurück an die Arbeit. Guten Tag, Freund. Geht es euch gut? Ich gehe dann mal wieder. Sie ist also nach Rahmenfels gegangen. Aber in Rahmenfels haben wir sie nicht gefunden. Mann! Und so wie es aussieht, müssen wir die jetzt erst finden, wenn ich das hier richtig sehe, dass wir die anderen Sachen dann, die er noch hat, machen können. Na, herzlichen Glückwunsch. Okay. Obwohl, ich muss ja sagen... Ja doch, ich wollte gerade sagen, die eine steht gar nicht auf der Liste mit dem Haus, aber tut sie doch. J. Ich... So. Das kann doch nicht sein. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Wenn wir jetzt hier hingehen, haben wir ja sie nicht mehr auf... Das ist merkwürdig. Nee. Sie
ist nach Rahmfels gegangen. Es ist mir egal, wo sie ist, bringt sie zurück. Da hinten ist sie ja nicht, da haben wir schon geguckt. Ich bin so froh, dass ihr die Ebenerzminen wieder geöffnet habt. Ihr habt Licht in die Dunkelheit gebracht, Freund. Wir sollen nach Hause gehen, es ist schon wieder Nacht, gut. Wir können uns eigentlich auch mal ein bisschen ausruhen. So steht der schon wieder vor uns. Wie lange möchte ich schlafen? Sechs. 5, 4, 3, 2, 1. Aufstehen. Ja, das bisschen Blut verhindert erholsamen Schlaf, ich weiß. Ja. Was haben wir eigentlich? Ja, aber hier in der Richtung ist ja wirklich nichts. Das ist so komisch. Dank euch hat mein Leben wieder eine Breiser war so freundlich, mir zu zeigen, wie man eine Spitzhacke führt. Sie ist ein alter Hase im Ebenerzabbau. Ich bin vielleicht noch kein Fachmann, aber es ist schön, wieder zu arbeiten und Geld in der Tasche zu haben. Das glaube ich dir. Lebt wohl, Freund. Ich arbeite für Morgul. Wenn ihr ein Problem habt, sprecht mit ihm. Ich warne euch nur einmal. Geht mir aus dem Weg, dann seht mich an. Bei mir hat sich das Blatt gewendet. Und das verdanke ich euch. Vorsichtig! Verdammt nochmal. Das kann doch nicht sein. Wo ist die denn? Bringt sie zurück. Fahr. Ich schwimme auf die Insel, da kam... Da müssen wir ja kommen, aber ich glaube nicht, dass sie da ist, denn eigentlich zeigt er nicht auf die Insel, sondern ein bisschen daneben. Aber warum sollte sie hinten auf der Insel sein? Das ergibt doch keinen Sinn. Oder? Oder zeigt das Ding doch auf die... Zeigt es auf die Insel? Aber es hätte sie auf der Insel zu suchen, das glaube ich nicht. Außerdem kommen wir da gar nicht hin. Du kannst nicht in diese Richtung gehen. Du darfst nicht. Tja. Was soll ich dazu sagen? Wie wär's mit und was jetzt? Ihr mögt alle getäuscht haben, aber ich weiß, was ihr hier wollt. Das Gold lockt euch wie ein Kadaver eine Ratte anlockt. Was läuft bei dir denn falsch? Thank you.
Seht mich an. Bei mir hat sich das Blatt gewendet. Und das verdanke ich euch. Ja, kein Problem. Wir haben nur gerade ein ganz anderes, großes Problem. Warte, ich spreche den mal an. Vielleicht weiß der ja was. Hättest du irgendwer gesehen? Sprecht mit Kapitän Gjallund, wenn ihr eine Überfahrt buchen möchtet. Sprecht mit Kapitän Gjallund, wenn ihr eine Überfahrt buchen möchtet. Was wollt ihr, Kätzchen? Nein, ich will keine Überfahrt. Der Wind immer in eurem Rüssel sein, mein Freund. Ach, das ist doch alles... Mist. Na schön, was machen wir denn jetzt am geschicktesten? Im Moment habe ich echt keine Ahnung. Da wo uns der Pfeil hinführt, kommen wir nicht hin. Und was willst du denn hier? Wirklich? Kann ja nicht da hinten sein, da kommt man ja nicht hin. Das geht doch nicht. Das ist doch dämlich. Pfahlwurzeln, Leute. Haarstadt. Toll, wo ist denn Haarstadt? Finde ich gar... Meine Güte, ich hänge auch noch fest. Also sagt ja vielleicht am Händler das ja auch dann. Schauen wir doch einfach mal. Pfahlwurzel. Ich weiß nicht, wer euch geschickt hat. Ihr seid also an meinen Zaubertränken und Zutaten interessiert. Die hat schon mal nichts. Denkt daran, ich habe reichlich Tränke und Zutaten, solltet ihr einmal den Markt besuchen. Hier, die hat noch auch vielleicht. Wir können die nicht zurückhören, weil sie nicht da ist. Tut uns leid. So. Ja, wartet, stopp. Ich schau, hier war die Küche, ne? Hier war Haus des Dinos. Ah, der ist ja nicht hier.
Sera? Ist schon Teezeit? Nun, da muss ich Nelod wohl ein wenig gedulden. Varona ist nach Rabenfels gegangen, um Vorräte zu beschaffen. Toll. Mephala möge euch behüten. Das Problem ist nur, sie ist irgendwie über an Rabenfels vorbei ins Nichts gegangen. Ist sie irgendwie... Er ist da. Hast du was zu verkaufen? Habt ihr Varona schon gefunden? Ich könnte jetzt wirklich... Das hängt davon ab. Seid ihr bereit, mir als Testobjekt für meine Experimente zu dienen? Oh. Was wollt ihr denn? Oh. Nichts allzu Gefährliches. Das sollte ein zusätzliches spektrales Kraftband zwischen eurem eigenen Lebensfunken und dem Aethra-Reich erschaffen. Ihr würdet es als eine Art erhöhte Vitalität spüren. Ihr könntet länger kämpfen, wäret stärker, all solche Sachen. Und der Nachteil? Zumindest glaube ich, dass das passieren wird. Bin mir so gut wie sicher. Natürlich weiß man das vorher nie. Tja, Freunde, aber ob wir ihm helfen oder nicht, erfahren wir erst im nächsten Part. Ich werde mich mal kurz schlau machen, was mit Varona, wie auch immer er sie jetzt hieß, was da los ist. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Also bis dann und ciao.